sagen, ich bin mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Von meinem Ort Bülach geht es den Wallensee entlang, den Rheintal runter, am Rhein entlang, Berneck. Und dann muss ich gucken, ob das Geld reicht, weil ich habe nicht so viel mit. Entweder fahre ich am Bodensee Schweizer Seite oder Bodensee deutsche Seite. Naja, ich zeige euch noch, wie ich da mein Fahrrad gepackt habe, ohne Anhänger. Ist doch ein bisschen eine Herausforderung. Durch Zürich zu fahren ist nicht gerade einfach. Am See entlang ist es sehr schön, man ist abseits von der Straße. Nachdem ich Zürich verlassen habe, bin ich weiter im See entlang gefahren. Leider hat man von dem nicht viel gesehen, weil eigentlich alles verbaut ist mit Häusern und Industrie. Und man fährt wirklich nur die ganze Zeit an der Straße und es ist nicht gerade prickelnd, wenn gewisse Autos einem überholen. Ab Rapperswil ist es sehr schön, man ist wirklich abseits von der Straße, man sieht die Berge im Hintergrund und es ist wirklich angenehm zu fahren. Hallo zusammen, ich bin jetzt auf dem Campingplatz angekommen. Die Kilometerzahl weiß ich nicht, das ist mehr als 83 Kilometer, was ich heute geschafft habe. Genaueres werde ich euch nachher noch mitteilen. Ich werde jetzt diese Nacht hier verbringen und am nächsten Tag geht es Richtung an den Rhein, also ins Rheintal, und dann in Berneck werde ich dann die nächste Station bei meinem Bruder haben. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns.
Juhu, ich bin nun am Rhein angekommen. Jetzt geht's nur noch dem Rhein runter. Also es ist wirklich wunderschön hier. Ich sag's euch, ich bin echt fix und fertig. 40 Kilometer nur Gegenwind und das meistens in der prallen Sonne. Dass sie da nicht schaffen, dass da natürlich noch mal ein Baum steht, verstehe ich nicht. Oh, ich bin echt fix und fertig. Noch 17 Kilometer, aber es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Als ich in Rorschach ankam, genoss ich den Geschmack vom Wasser, also der Geruch. Für mich war das wirklich ein intensives Erlebnis. Ich habe auf die deutsche Seite geschaut und dachte mir so, ja, irgendwo dahinter ist die Nordsee. Also es war wirklich schön, dem Wasser zuzuschauen. Nach Stein am Rhein habe ich mir dieses Nachtlager hinter einem Maisfeld ausgesucht.